Hallo und herzlich willkommen. Unser heutiges Thema sind die Redewendungen mit Ländern. Erste Redewendung. Viele Wege führen nach Rom. Das bedeutet, wenn ein Ziel auf mehrere Möglichkeiten erreicht werden kann, sagen wir, viele Wege führen nach Rom. Zum Beispiel. Wenn auf diese Weise das nicht funktioniert hat, probier mal auf andere. Viele Wege führen nach Rom. Das heißt, du hast viele Möglichkeiten, etwas zu machen, ein Ziel zu erreichen. So deswegen probier mal auf einfach verschiedene Art und Weise. Die zweite Redewendung. Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Ha, wiederum. Das bedeutet einfach, dass manche Dinge brauchen Zeit und ein Mann sollte geduldig sein. Beispielsweise. Ach, nach einem Jahr kann ich noch nicht gut Geige spielen. Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Sei fleißig und übe weiter. Das bedeutet, Geduld ist sehr wichtig. Mach weiter! Dritte Redewendung. Etwas kommt einem spanisch vor. Bedeutet, jemandem ist etwas sehr schwer verständlich. Die neue Technologie kommt mir spanisch vor. Vierte Redewendung. Eulen nach Athen tragen. Wenn man etwas Unnötiges oder Überflüssiges macht, sagen wir, er trägt die Eulen nach Athen. Zum Beispiel. Warum schenkst du die Schokokuchen zu dem Konditoreibesitzer? Damit trägst du Eulen nach Athen. Das bedeutet, ein Konditoreibesitzer braucht bestimmt nicht dein Schoko. Damit machst du was Unnötiges und Überflüssiges. 5. Nicht die fein englische Art sein. Wenn etwas oder jemand unhöflich ist, sagen wir, es ist einfach nicht die feine englische Art. Zum Beispiel. Ihr habt meine Nachrichten mehrmals ignoriert. Das ist wirklich nicht die feine englische Art. 6. Mit seinem Latein am Ende sein. Das bedeutet nicht mehr weiter wissen. Das kommt wahrscheinlich von, dass der Latein eine Sprache der Wissenschaft und der Bildung war. Zum Beispiel. Auf diese Frage habe ich keine Antwort. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Das heißt, ich habe nicht mehr Kenntnisse darüber, ich weiß nicht mehr darüber. 7. Noch ist Polen nicht verloren. Das bedeutet, trotz einer aussichtlosen Lage, nicht die Hoffnung verlieren. Diese Redensart entwickelt sich aus den Worten der Anfangszeile der polnischen Nationalhymne. Beispiel. Versuch einfach nochmal. Noch ist Polen nicht verloren. 8. Russisches Roulette spielen. Wenn jemand einfach sehr gefällig lebt, sagen wir, dass er russisches Roulette spielt. Zum Beispiel. Mit solchen Sportarten spielt er wirklich russisches Roulette mit seinem Leben. 9. Einen polnischen Abgang machen. Diese Redensart ist in vielen Ländern und immer auf andere Nationen bezogen. Das bezeichnet einfach auf plötzliche, unbemerkte Verschwinden eines Gastes von einer Party oder sie seit dem Feuerwerk nicht mehr auf der Party gesehen. Sie hätte wahrscheinlich einen polnischen Abgang gemacht. Und 10. Leben wie Gott in Frankreich. Rede ist von wohlbehandelten Leuten, die ihr Leben einfach unbeschwert und sorgenfrei genießen können. Zum Beispiel, wow, sie wohnen neben einem wunderschönen sandigen Strand. Sie leben wie Gott in Frankreich. Wenn du dieses Video hilfreich findest und jetzt 10 neue Redewendungen gelernt hast, bitte Like und Abo-Button anklicken, Kommentar schreiben, dieses Video weiter teilen und bis nächstes Mal.